So, und damit herzlich willkommen zurück bei Luigi's Mansion 3. Wir gehen jetzt ab in die Disco. Das vorletzte Level. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, wir können bei Part 37 den Boss machen. Wir sind Part 37. Part 38, 39 den Boss machen. Also der Boss bekommt natürlich deinen eigenen Part. Oh. Sehr schöner Boss. Ich hoffe, ich gucke, dass der Boss seinen komplett eigenen Part bekommt. Den mache ich auch nicht mehr heute. Egal, ich glaube links oder rechts? Ne, links ist irgendwie was anderes. Okay, keine Ahnung. War das gerade nur ein Remix aus Luigi's Mansion 2? Ich weiß es nicht. Ah, hier können wir uns Tickets kaufen. Ja, wir haben uns Tickets geholt. Oh. Wir haben uns aus der Kasse ganz viele coole Tickets geholt. Den haben wir destroyed und den passt. Vollkommen zufrieden. Haben wir beide besiegt. Gut. Ich muss wieder runterscrollen. Ich sehe nicht ganz, wo die Nintendo Switch, ob die laut genug ist. Es ist voll leise, aber der Bass macht halt voll laut. Rein. Also es ist ein Disco. Was? Ja. Pink. Ja. Ja. Wow. Irgendwas Sinnvolles muss drin sein. Oh, yeah. Ja, freu dich nicht, sondern schieß dagegen und. Guck, was kann das? Das ist so ein Ball. Was bringen eigentlich diese Bälle? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich spiele dieses Spiel jetzt schon fast zum letzten Mal und ich verstehe es nicht. Okay. Easy going. Kann man sich hier noch umkaufen? Es ist Disco, also da muss getanzt werden. Okay. Warum sind wir durchsichtig? Hallo. Ja. Hör auf, groß rum zu wischen, steck's einfach an. Bass boosted Sound. Wer ist das? Ich will eigentlich gar nicht beim Tanzen lernen. OMG. Aber
Hä? Ich kann aber jederzeit runter. Das war's nicht. Das ist lame. Wenn das jetzt das Ende ist, ist es lame, ja. Tag. Mit der Perücke, die ist nicht geschützt, wahrscheinlich, denke ich mir mal. So, okay. Okay, ich glaube, ich hab's gesagt. Ich meinte, wenn die jetzt mit 400 Leben hat, die ist gleich 10 Leben. Ach doch! So wie es geredet, merke ich gerade. Entweder da muss noch was kommen oder das Spiel will echt noch ein schlechtes kurz vorm Ende haben. Also, ich weiß ja nicht, aber ja, nee. Hoho. Oh yeah. Groovy. Groovy. Das ist ein echt schlechter Kampf gewesen. Also, Nintendo Deutschland. Könnt ihr bitte an eure großen Leute im Dings schicken, der letzte Boss ist echt schlecht. Dann habe ich in 9 Minuten habe ich dieses Level durchgespielt. Einfach nichts drin vorkommt. Du läufst einfach und das war's. Wow.
Leute. Ich bin aber hier kein Boss. So was wird auch, wenn ich anders sterbe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht die anderen Bosse einfach, aber dann bin ich gestorben. Dann fand ich die Bosse davor besser. Schade. Gut. Kurzer Part. Den Dings-Part beende ich nach, den letzten Part packe ich wirklich in einen Part, den splitte ich nicht. Das heißt, ich muss den Part jetzt aufnehmen. Das war's. Ja. Gut. Dann merkt, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil... Das war jetzt nicht gerade ganz so mein Fall. Penthouse. Leute. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben jeden Aufzugknopf zurückergattert. Kommen jetzt ins Penthouse. Und was darin lauert, das seht ihr, also für mich, morgen Abend, ich freue mich schon, oder vielleicht schon morgen früh, vermutlich eher morgen früh, aber ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's nicht ganz so gefallen, also das Video zu machen schon, das macht mir gerne, das mache ich gerne, das macht mir Spaß, nur... Der Bosskampf jetzt war halt echt. Also. Ich wurde die ganze Zeit getroffen, klar, aber. Ich habe mich auch aufgeregt, weil es echt nervig war, aber wirklich gut war der nicht. Der war kurz, der Boss war schwach. Und. Ja, nee. Für meinen Geschmack etwas zu leicht, aber. Doch. Okay. Genau sowas, wie ich jetzt gemacht habe, eben. Sowas wird es dann auch nochmal nach dem letzten Part geben. Dann hänge ich nochmal 10 Minuten hinten dran und rede. Ich kann ja hier bis zu 99 Stunden aufnehmen, so wie es aussieht. Am Stück. Also von dem her sollte das eigentlich reichen. Ich kann ja auch Livestreams machen. Den letzten Part werde ich nicht livestreamen. Nein, weil wir haben heute den 20.02. immer noch. Das bedeutet, ich müsste diesen... ja... Wenn ich den morgen live streamen würde, ihr wüsstet den Rest gar nicht, weil ich erst bis Part 6, 7 hochgeladen habe. Ich weiß es gar nicht. Aber ja, da kommen wir morgen, also für mich morgen. Ich gucke, dass ich den letzten Part, also ich gucke, dass ich ab jetzt, wenn ich Dings fertig habe, dass ich jetzt ein bisschen schneller hochlade. Weil, ja, ich habe ja noch andere Spiele im Angebot, die ich spielen würde. Ich habe, genau, ich habe halt noch ein paar andere Spiele. Ja, ich versuche es ein bisschen in die Länge noch zu ziehen, weil einfach, ja. Ich finde, so darf ein Part nicht enden, so kurz nach 13 Minuten. Ich hätte im Angebot 1, 2 Switch. Ne, passt nicht. SMO haben wir schon gespielt. MLKB ist nicht so gut, finde ich. Also nicht so gut zum Hochladen. Super Mario Maker 2 brauche ich nicht. Smash Bros. Ultimate ist ein sehr, sehr langes Spiel. Braucht man sehr viel Zeit zu. Villains, das. Ich habe kein gescheites Spiel, mal schauen, so was in nächster Zeit was so die nächste Zeit bringt, ob vielleicht nochmal ein schöner Titel gelauncht wird, ob was Gescheites kommt. Das ist jetzt so das Letzte, was ich gerade zur Zeit aufnehme. Ich könnte einfach mal wieder ein bisschen Super Mario Odyssey aufnehmen, ich weiß, aber kommt drauf an. Genau. Ja. Nein, heute lade ich kein Video mehr hoch. Es ist spät. Wir haben jetzt 23, also es ist spät. Wir haben jetzt 23.50 Uhr bei mir. 50, ja genau, 50, ja 51. Ja. Oh, mir fällt gerade auf. Meine Capture Card nimmt gerade mit 59,94 FPS auf. Das ist, glaube ich, gut eigentlich. Ja, ich bin froh, dass die Capture Card jetzt funktioniert. Anfangs hat die nämlich gar nicht funktioniert. Also ihr müsst mir jetzt nicht die ganze Zeit zuhören, ich könnte auch jetzt einfach abschalten. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen reden. Die Capture Card hat anfangs nicht funktioniert. Ich muss die Capture Card reinstecken, bevor ich den Computer anmache. Dann den Computer anmachen, dann OBS starten. Nintendo Switch auswählen. Also in OBS. OBS schließen, OBS wieder neu starten, damit es geht. Genau. Also. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Wenn ja, dann sehen wir uns zu 100% im letzten Part. Bis dann, Leute. Ciao.